Okay, du bist da nicht gut. Perfekt, warum sollen wir gleich sein, wenn wir und essen sie. Okay, jetzt kann ich es riechen. Ich werde Sie nichts, es muss doch was riechen. Riecht lecker. Was möchten Sie? Nein. Okay, setzen Sie sich. Ich will an den Fungi. Sir, hier ist Ihr Wechselgeld. Alles klar? In Ordnung. Okay, danke, dass Sie gewartet haben. Was darf es denn sein? Perfekt gegrillt. So. Setzen Sie sich und essen Sie. Ja, das ist für Sie. Jeder $5. $5. Denken Sie länger, warten Sie, bis Sie dran sind. Ich habe genug Fragen. Okay. Scheiße! Nicht schon wieder. Okay. Scheiße, das ist ja alles durcheinander. Okay, das war's. Da ist der Dealer. Wow, alles klar. Also überwiegend das Ding. Warum werde ich das nicht los? Ich möchte das gerne loswerden. Ach so, ah, okay. Ich wollte es eigentlich fallen lassen, aber... Hier gibt's ganz leckere Drogen. Oh, ich glaube, der kommt hierher. Ja, ich glaube, der kommt hierher. Nicht? Ich habe nichts gehört. Nein. Achso, da hinten lässt er ihn jetzt probieren, glaube ich. In einer anderen Ecke. Die Frage ist nur, wie... Tja, jetzt heißt es erstmal warten. Och, ist das ein schönes Bild. Also ein bisschen was weiß ich, wie gesagt, noch, aber... Ach, da ist er wieder. Jetzt wartet er wieder auf den. Wir lassen es mal wie ein Unfall aussehen. In einer Drogenüberdosis. Okay, der wartet da erstmal. Kann ich ja den Wachmann irgendwie hier hochlocken? Dachte ich mir. Nee, ich habe keine Zeit mehr. Jetzt ist nämlich gerade der Chef wieder da. Die kommen schon zum Probieren.
Gott sei Dank kann mir nicht der Sauerstoff ausgehen oder so. Atme nicht so laut. Hören die doch. Yo, sorry wegen der Unordnung, Mann. Meine Putze hatte eine Überdosis. Überdosis? Was? Von deinem Natürlich Stoff? Natürlich nicht. Mein Stoff ist unverschnitten. Top-Ware. Viel besser als das normale Zeug. Wirst voll drauf abfahren. Ich hoffe, das Zeug ist gut. Rein wie Schnee, Mann. Nur vom Feinsten. Na, probier doch mal. Ja. Ja. Gut, oder? Ja. Oh. Jo, jo. Oh. Warum schmeckt das? Scheiße, Mann. Wow, 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 wow. Jo, jo, jo. Der Fisch. Scheiße. Oh, Mann. Dafür lasse ich mich nicht verhaften. Oh, Scheiße. Scheiße, das gibt Ärger. Ich bin diese Laborwichser und... Oh, oh, Scheiße. Keine macht den Drogen. Jo, hier ist... Dritter in der Leitung! Nein, 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 nein! Nicht in die Warteschleife! Oh Mann, ich bin sowas von tot. Ich muss auf den Güterzug aufspringen oder sowas. Wo zum Teufel ist mein scheiß Ausweis? Warum sagt er das alles ins Telefon? Ach, der hat ja die Ruhe weg. Der hat ja echt die Ruhe weg. Guck mal hier. So machen wir das. Sieht dann auch keiner. So, okay, ja, nett. So, jetzt muss ich aber die Wache irgendwie noch loswerden, ne? Jetzt muss ich hier raus. Ich glaube zumindest kaum, dass er hier noch ein zweites Mal herkommt. Rechne ich mit. Also rechne ich nicht mit so. Ich auch nicht. Nee. Achso, Moment. Mal gucken, ob das klappt. Hey, ist da jemand? Nee, der ist zu weit weg. Leiche. Der ist nur bewusstlos. Leiche. Sowas. So. Na? Na? Pack weg. Oh. Warum nicht? Kurz die Hand geschwungen. Was guckt er sich denn da an? Der Pferdeflüsterer oder was? Fury! Oder auch nicht Fury. Sabotagen brauche ich nicht.
Die Ente ist gruselig. Ja, das bin ich. Haben Sie? Ja, ich habe ungefähr noch ein Geld. Hallo? Oh, hi, meine Süße. Du willst dir die Augenbrauen piercen? Oh, klein. Nein, ah, ja, okay. Nein, ich werde keine elterliche Erlaubnis dafür unterschreiben. Hey. Mit 12 Jahren schon ein Augenbrauen-Piercing. Na gut, warum nicht? Hui. Geschafft. Und tschüss. Eine kleine Spende für den alten Tag. Hey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch. Ups. Hey, geile Hose. Ven acá, mami. Ven acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Oh yeah. Na, was führt sie in mein bescheidenes Heim? Sehr bescheiden. Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency? Die soll von mir ausspioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Nein. Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Den Koffer? Die Silverballer? Aber nein! Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Wenn nicht, er hat auch eine Klavierseite. Ja, cool. Das wusste ich aber noch, wie das ungefähr funktionierte. Ja, das habe ich auch einmal in der Hand gehabt. Yay. Ich hätte mich als Dealer verkleiden können. Jetzt müsste ich doch aber Anzugspflicht müsste ich doch allerdings haben, oder? Hallo? Ich habe doch meinen Anzug überhaupt nicht ausgezogen. Ah, okay, da. Anzugspflicht. Yay! Ah, aber es gab noch genügend Waffen. Wer hatte denn so eine Waffe? Gut, ich frage nicht weiter. Warten. Warten. Worauf? Noch haben Sie eine Chance. Ich würde gerne ein Team schicken, aber für diesen 47. Job brauchen Sie keinen Hammer. Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie. Sie darf nicht werden, wie sie. Ich schaff das nicht mehr. Ich habe Diana versprochen, auf dich aufzupassen. Oh, hat er jetzt seine Hinterkopf-Tätowierung entfernt? Ja. Terminus Hotel, Zimmer 899. Gruselig. Terminus. Schon wieder ein Hotel. Oh, was war das denn? Okay, ich habe meine Vögel was gefragt und sie haben mir einen Namen zugezwitschert. Lake Dexter.
Ein Waffenschieber erster Klasse mit einem ganz besonderen Interesse an ihrem Mädchen. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition. Nee, habe ich ja gerade nicht. Doch, ich habe... Was ist denn das? Ich habe sowas. Ja, die Silberbowler habe ich ja nicht mehr. Und ich habe gar keine... Oh nein, ich habe keine... kein Instinkt. Ich habe keinen Instinkt mehr. Hier sieht das aber auch aus. Oh. Hier ist jemand in der Nähe. Oh. Na, Kollege. Alles klar. Warum hast du eine auf dem Kopf stehende Flasche auf dem Fuß? Hotel Terminus. Heruntergekommen. Ja, aus dem späten 19. Jahrhundert, wie es aussieht. Hat bestimmt mehrere Zugänge. Na, bestimmt. Hey, kann ich hier wieder Krach machen? Nö. Ist hier irgendjemand? Nö. Aber kann ich wieder Krach machen? So wie es aussieht, Dexter, oder? So. Das doch mit. Aus wie ein Gast, wa? Upsi. So, die können jetzt kuscheln. Ja, okay. Kann ich jetzt eigentlich speichern? Nee, ne? Nur neu starten? Verdammt. Ist ja doof. Jetzt habe ich jetzt nämlich zwei erledigt. Jetzt wollte ich ganz gerne neu starten. Neu starten, ja klar. Ich wollte gerne neu starten. Unbedingt. Nein, ich wollte eigentlich eher... Naja, ne? Speichern. Aber anscheinend kann ich nicht speichern.
Okay. Toll. Naja, mein zwei Stück, immerhin.